Ja, Münstersies, willkommen zurück zu Mario RPG. Wir haben letztes Mal hier im Bodental, müsste doch sein, dass wir diesen Mega-Siebenlachs, wie das Ding hieß, besiegt haben. Aber dann kam dieser Zettel hier. Der Zettel hier, der hat uns... Den haben wir noch nicht gelesen, glaube ich, extra nicht. Ja, nachdem wir auch ganz viel Backcheck gemacht haben, gucken wir mal, was jetzt hier passiert. Was ist das? Ein Samen? Warum auch immer? Nehmen. Samen gefunden. Den möchte doch der, Gärtner möchte den haben. In, wo war der denn? Rosenheim? Nicht Rosenheim. Rosenheim. Warum ist hier ein normaler Block? Rosendorf. Ist das jetzt hier? Eine Bohnenranke. Easy. Warum auch immer einfach eine Bohnenranke geschickt. Wow, hast du das gesehen? Eine magische Bohnenranke. Spring doch mal an den Block, um hochzuklettern. Will ich das, ne? Das ist die Frage. Die andere Frage ist, wieso? Wieso habe ich mir die Seiten nicht rausgesucht? Ja, gut. Ist eigentlich wurscht, weil eigentlich gucke ich mal nach, ne? Freunde? Wo denn die ganzen versteckten Boxen sind, ne? Habe ich jetzt mal nicht gemacht. Ich glaube aber nicht, dass wir jetzt noch hier was verpassen, weil was soll hier denn krass passieren? Naja. Jetzt springt hoch, ne? Jetzt springt hoch. Nice, Mario. Wunderbar. Kletter, kletter, kletter. Was ist das jetzt hier? Ist das ein Freund oder ist das ein Gegner? Hallo? Ein Gegner. Vögelchen. Ja, das ist ein Vögelchen. Ohren. Oh ja. Schleife. Bin nett. Mit einem neuen Gebiet kommen natürlich auch immer wieder neue Gegner, natürlich. Das gehört dazu. Aber, meine lieben Freunde. Meine Bohnenfreunde, ne, das sieht man nicht. Ich mag keine Bohnen. Bin gespannt, wie eure Entscheidung eigentlich war, ob ihr Bohnen jetzt mögt oder nicht. Ja, komm. Ich möchte jetzt eigentlich, dass wir den Sterni. Mit dem Sternis gibt es Animal Crossing, aber nicht hier. Ist das hier? Ranken erklimmen. Die Ranken sind von links. Unten, wird von links unten nach rechts oben positioniert. Wenn du springst, kannst du Ranken wechseln. Nimbus Transport Ableitung. Eine Anleitung oder Ableitung? Ist mir eigentlich. Nein, ist mir auch egal. Abteilung. Genau, weil andere. Ja, ich möchte da. Hallo? Ach, der klettert schon instant. Nein, nein, nein. Oh Gott. Oh nein, das ist ja richtig widerlich. Ja. Ich spring hoch. Kann ich jetzt... Naja, schon. Wenn schon, dann nehme ich auch alles mit, ne? Ist ja klar. So. Den Gegner, den skippe ich mal für euch. Den müsst ihr nicht sehen. So. Glück und Unglück. Bin tatsächlich... Wow. Ich würde sagen, ich bin tatsächlich wieder runtergefallen, nachdem ich den Gegner besiegt habe, ne? Aber... Ich muss die Froschminze... Ja, wow. Das war ein bisschen zu weit. Das kann nicht so schwer sein. Warum haben die eigentlich so komische Farben? Perfekt. Blau, gelb, ich meine, grün, gelb geht ja vielleicht auch noch, aber... Und jetzt rot. Heideiei. Und überall die Kackgegner. Vor allem, der steht da einfach nur so. Hier fliegt, glaube ich, oben einer rum, oder? Ist doch genau woanders. Hallo? Das ist wieder eine Froschmünze. Ja, aber ich meine, die Kämpfe müsst ihr nicht sehen, obwohl... Das Ding ist halt, die sind halt so schnell. Okay, und neuer Gegner. Der tatsächlich verdammt dem Design, dem Cooper-Design, von späteren Mario-Luigi-Games erinnert. So 3DS-Graphics, ne? Sieht echt gut aus. Riesendruper. Ja, Heiland der Welt. Und das Ding ist halt, die sind halt so schnell tot, die Gegner. Ich meine, mit einem Schlag ein Gegner tot, der hier... Und jetzt tot, ja. Das ist ja, es sind 5 Sekündchen oder so, ne? Aber die langen Kämpfe, die sind ja die man ja ausblenden kann. Aber man spart halt eine Plattform. Warum auch immer, aber okay. Habe ich nichts gegen. Von daher. Okay, wenigstens auf einen anderen Ranke gelandet. Ist sie weiter hinten oder wie? Zwar bin ich irgendwie jetzt. Bin ich. Zwar. Wird mir jetzt nicht komisch. Gibt's auch nicht. Da? Ja. Hör mal nicht alle! Nein, die möchte ich vom Gegner getroffen werden. Nein. Nein.
Freunde. Wisst ihr, ich bin ja so ein netter Mensch, ne? Gut, okay, das nehme ich den instant wieder zurück. Das kam ein bisschen zu arrogant vor. Ich bin ja eigentlich relativ gut besonnen, ne? Versuche immer das Menschlichste zu tun, ne? Soweit ich kann. Und da kommt schon direkt der Gegner. Ich muss über was reden. Über was Wichtiges. Der liebe Kumpel. Der ist ganz toll. Alles klar, ne? Sein Brüderchen, ne? Die Gebrüder Rumpel. Ne? Die Gebrüder Rumpel, und zwar QBTM, Colin TM, ne? Dieser junge Mann. Mhm. Es ist, glaube ich, gerade paar Tage her, oder paar, vielleicht schon eine Woche, ich weiß es nicht, dass MaRPG released wurde, von meinem jetzigen Standpunkt, ne? Und du musst dich vorstellen, ja, so jemand, der würde sogar, der guckt immer nach, okay, was, let's play so die Kollegen, die, also die engsten Kollegen, ne? Man kann schon sagen, Freunde. Würde ich sogar lieber sagen. Überhaupt Kumpel mir sonst dann hier die Hand hinhält. Also die Hand zum Niederschlagen natürlich, ne? Das ist halt dann die Frage. Darf ich nicht mal dahin? Mann! Das Ding ist, ich bin dann ja jemand, der guckt halt nach, ne? Damit man halt nicht, ja, kein Doppelgemoppel hat, weißt du? Wenn, ich verstehe das persönlich, dass man quasi, bin ich jetzt völlig, sag mal, bin ich jetzt Legastheniker oder wie? Warum kann ich dir nicht treffen? So, dann kletter ich halt so. Das Ding ist, ich, ist jetzt das gleiche? Nee, ne, das ist woanders jetzt. Ich guck nach, wer was Let's Play, damit ich halt nicht, also wenn ich jetzt was Let's Play will, zum Beispiel MaRPG, habe ich guckt, okay, wer Let's Play ist momentan. Tatsächlich niemand. Und, wenn es halt jemand ganz kleines Let's Play, ne? Dann gucke ich halt, wie alt es ist, wenn es halt jetzt schon länger ist, dann ist es relativ Wurst, ne? Wenn es aber schon, wenn es gerade am Anfang ist, dann ist es, denke ich mal, kacke auch anzufangen, ne? Weil man dann ja, das Ding ist halt, ich gucke halt nach, wenn man dann zum Beispiel, keine Ahnung, so ein Nintendo, dann mit zwei Markus oder ein Rucksack liegen oder was weiß ich, von mir aus auch, was weiß ich, ne? So, ihr versteht, ne? Wenn solche Menschen dann halt, oder einfach jemand anderes halt auch das gleiche Let's Play jetzt spielen würde, würde ich halt davon abraten oder würde ich halt persönlich das nicht Let's Play und halt eine Alternativlösung zu suchen. Weil, klar, kann man doppelt gemoppelt machen, ne? Dass der eine das Let's Play, der andere auch, der fünfte auch noch, ne? Geht natürlich klar, aber ich finde halt als Zuschauer, wenn ich hatte früher auch immer ganz oft zwischen Markus und Domtendo, wenn die außersehen oder gewollt, je nachdem. Persönliche Erfahrungen müssen natürlich auch als Beispiel dazu, ne? Da habe ich mich auch entscheiden müssen, weil dann gucke ich das jetzt. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel das Paper Mario 3D Land Let's Play. Wir haben beide das exakt zur gleichen Zeit hochgeladen und da wusste ich nicht mal, wie ich das gucken soll. Ja. War natürlich kompletter Zufall. Und, ich weiß nicht mehr, wem ich es geguckt habe. Ich muss wirklich sagen, ich weiß es nicht mehr. Aber, deswegen würde ich halt immer nachschauen, okay, wie sieht das aus? Was macht der Kollege? Was machen die anderen? Wie sieht es aus? Dass man halt nichts hat, wo dann der Zuschauer nicht weiß, wo er gucken soll. Ich würde jetzt nicht für Zuschauer wegnehmen reden, das ist Schwachsinn, weil ich persönlich bin auch eigentlich immer eher jemand, der scheiße ist in Jump'n'Run-Games. Dankeschön. Ich besiege den Gegner oder die zwei, sag ich mal, eher jetzt alleine. So. Endlich. Das war so scheiße. Ich hasse. Ich meine, isometrisches Jump'n'Run ist sowieso kackschwer, wenn ich jetzt aber so sagen darf, weil du weißt ja gar nicht, was für eine Ebene etwas liegt, ne? Um Gottes Willen. Jesus, mein Josephchen, ey. Naja. Worauf ich jetzt hinaus wollte eben. Oh, das ist tatsächlich so. Das habe ich schon gedacht. Seltenes Band, dass wir jetzt was Secrethaftes gefunden haben. Ist das ein Item? Das seltene Band? Samen, helle Karte. Scheint ein Item zu sein. Wenn das selten ist, dann kann es ja nur gut sein, würde ich jetzt mal. Ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster und sag mal. Ist, selten? Wo ist es jetzt, die Frage, ne? Hallo? Seltenes Band. Erhöht Verteidigung. Das ist natürlich gut. Dafür geht magischer Angriff runter, Abwehr hoch und Angriff an sich runter. Das ist giftig. Oh, für Vegino ist das very good. Was macht denn der? Wo ist es jetzt hin? Schutzring. Schützt vor Todeshieben. Kein Plan, was das ist.
Aber braucht man bestimmt nicht, ne? Von daher besser mehr Verteidigung. Brauchte Gino sowieso mal, ne? Warum bekommen wir jetzt hier noch mehr? Krasse Heilung. Okay. Und wir fallen runter. Ich wollte sowieso eigentlich mal weg. Wo bin ich jetzt? Die Musik kenne ich. Da, wie bin ich jetzt hier hingekommen? Bitte weh? Na denn, hört mal alle her. Das war eine Frau. Oh nein, ich hasse sowas. King Nimbus Leiden wird immer schlimmer. Das heißt, dass wir unseren großartigen Herrscher verlieren. Oh, das ist nicht gut. Aber zufälligerweise habe ich den verschwundenen Prinzen gefunden. Prinz Mellow nämlich. Bitte wer? Prinz Mellow. Prinz Mellow, bitte, Sir Prinz. Komm her. Ist es jetzt ein Fake? Nun, sieht aus, als hätte unser kleiner Prinz etwas Lampenfieber. Entschuldigt mich. Das sieht mir schon aus, als wäre das... Komm, flott! Ktsch. Was, du kommst nicht durch? Na, schau dich mal an, Dickerchen. Alter, einfach ein fetter Rabe. Aus Yoshi's Island. Stell dir vor, Prinz Mellow. Willkommen zurück, Prinz Mellow. Ihr seid etwas angefüttert, Prinz Mellow. Ihr seid fit aus, Prinz. Aha. Ja, was ist, Liebling? Was? Du fragst mich, ob ich... Zu gütig, das ist schon dein Ernst, oder? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mein Gott! Ich habe mich entschieden, auf Wunsch des Prinzen willige ich ein, seine Königin zu werden. Königin Valentina! Oh, das lässt mich erschaudern. Nun, das war's. Alle zurück in die Arbeit. Aha. Oh, hallo. Die scheint mir nicht so geheuer zu sein. Nimbusland also, oder wie? Kannst du es glauben? So ein Zufall, ein Prinz mit dem gleichen Namen wie ich. Mach Mario auch schon so, bitte was? Haben wir nichts Besseres zu tun, als hier rumzuhängen? Komm, gehen wir und finden die restlichen Sternteile. Er checkt nicht mehr, dass er hier zugehört, ne? Ist ja so eindeutig. Aber ich bin falsch abgebogen, ne? Hier bin ich, glaube ich, hochgesprungen. Was ist das jetzt hier? Hallo? Die heiße Quelle befindet sich hier, aber nur die Königin darf dort baden. Und du siehst nicht so königlich. Entschuldigung? Ich sehe mehr königlich aus als du und dein Dickkopf. Ah, habe ich jetzt einfach gesagt. Mit dem Thema eben, worauf ich hinaus wollte. Dass man sich quasi erstmal anschaut, okay. Ich dachte mir schon, dass hier noch Münzen sind. Nein! Ich bin sowieso wieder ganz runter. Ah, das ist richtig hier. Okay, gut. Also nur der Abschnitt haben wir hier vergessen. Das heißt vergessen, ne? Sehr schön. Ich würde damit eben einfach nur aussagen... Ist das ernst? Nee, da... Ich spiel, als ob ich jetzt ins Loch gefallen bin. Perfekt. Dass man vorher nachschauen sollte, ob man eventuell das gleiche Let's Play wie der andere, ne? Um halt zu vermeiden, dass man es halt dass halt der Zuschauer nicht ungefähr weiß, wo er gucken soll oder dass man sich entscheiden muss, wenn so eine Situation nicht kommt, ne? Beziehungsweise, ich war früher auch immer einer, der hat das abhängig geguckt von wem, wer es gemacht hat. Jetzt nicht, dass ich das Spiel gucken möchte, aber es gibt auch Leute, die halt das Spiel einfach gucken möchten, ne? Und um dann zurückzukommen zum, Gebrüder Kumpel, ne? Der liebe Colin hier, ne? Der, hat schon mal gedacht, ey, hat meinen ersten Part gesehen zum RPG und dachte sich so, Codingo, muss mal richtig hart stehlen. Und hat einfach mal, er hat jetzt, und das ist mein Ernst, er hat einfach RPG angefangen. Also er hat das nur auf Twitter hochgeladen, so, was findet ihr besser? Und hat dann so ein Konzept gemacht, ne, so von Overlay. Und was außerdem mega nice aussah, leider sogar einmal rot, einmal blau. Das blaue besser, ja. Und wahrscheinlich will er das Let's Playen. Gehe ich mal davon aus, in seiner Art Let's Playen. Das, die krasse Gebrüder-Kumpel-Art, ne? Und ich glaube, da kommen wir auf die World Map, kann das sein? Ja. Und. Ja. Aber was halt total knuffig war, ist, dass der wegen mir
plötzlich Lust auf das Spiel gehabt hat, deswegen. Ist das schon wieder okay? Ja, für den König Kiba, ich gearbeitet, aber eines Tages sagte der Valentiner, ich sei gefeuert. Ich verstehe das nicht, ich brauche Hilfe. Er ist krank. Ich habe das Gefühl, die will ihn einfach nur abmurksen. Hallo? Warum kommen momentan so wenig Leute von unten zu Besuch? Hoffentlich ist es nichts Persönliches. Doch, doch. Ihr habt Mellow einfach traurig gemacht und ausgesetzt. Speicherpunkt. Ja, heute wird nicht so viel passieren. Ich meine, wir gucken uns Nimbus dann an, aber das jetzt so krass ist. Hallo? Willkommen, komm rein. Du willst doch sicher ausruhen. Das kostet 30 Münzen die Nacht. Nee. Nee. Was ist das hier? Ach, hier geht's echt wohin? Das wirkt ja erst gar nicht so. Hier sind die Betten. Oh, Schnieke, ne? Ich meine, ist ja fast himmlisch, ne? Ich weiß. Man kann sich gar nicht mehr richtig hier festhalten am Stuhl, ne? So, hier oben müsste was sein. Ich sag, hier oben ist was. Hallo? Bin ich jetzt vollkommen geschoben? Mario should climb up the boxes behind the shopkeeper and jump at the highest point. Also, bin ich jetzt irgendwie Mishogo? Hä? Was heißt denn at the highest point? Ich kenne nicht plötzlich. Ich rede erstmal mit dem Typen hier. Zack. Du hast ich suche etwas Blick in dem in dein Auge. Was kann ich für dich tun? Was haben wir mit dem Angebot hier? Ahornsirup wollte ich eigentlich mal wieder kaufen. Eine Muttermacher, Energiesoda und ein paar, die im Kampf zu erfrischen. Mega-Handschuhe. Absoluter Mega-Wallop. Ja, easy. Kriegsfächer, mysteriöser Kampffächer. Ja, gerne. Handkanone. Haben wir schon, oder wie? Ich weiß es nicht. Nee, steht da nicht, ne? Klebehandschuh. Mellow. Ja gut. Plüschhemd. Flaumiges Hemd, ja gern. Hose, Umhang, Kleid. Kein Geld mehr. Hui! So, jetzt hab ich mir hier vergessen, wie das alles hieß. Wurfhandschuh? Nee. Mega-Handschuh, ne? Ja. Dann Kriegsfächer. Ist für Peachy. Ja, besser, das ist gut. Das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob es die stärkste Sache ist für sie. Ein Klebehandschuh für Mallow. Das ist noch für niemanden. Glückshose, ja. Glücksumhang. Ah, der Glücks. Nee, warte. Quatsch. Ich bin verrückt. Plüsch. Plüsch ist hier für die Leute. Will ich sowieso ausrüsten. Was hatte ich denn vorher? Scheißendreck. Was hatte denn vorher? Ich bin so ein Held, ne? Anstatt ich doch auf die Dinger guck. Weil zum Beispiel Gino hatte ja immer was anderes an. Weil irgendwie irgendwas war. Irgendwie hatte der was Besonderes an sich. Ach, ich weiß auch nicht mehr. Was mit dem Glückspanzer? Quatsch, das ist auch wieder nicht das, was ich hier haben wollte. Büchhemd, so. Haben wir das schon mal? Sollte eigentlich Sachen, die ich nicht mehr brauche, verkaufen, ne? Sollte ich eigentlich tun. Das dürfte alles sein. Morgensche Handkanone habe ich auch ausgerüstet. Ja. 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 Okay. So, was ist jetzt hier mit? Darf ich jetzt... Hallo? Steht... Ich verstehe gar nicht, ne? In der Items Shop. Mario should climb up the box behind the shopkeep and jump at the highest point to reveal the surprise box. Das ist doch der highest point. Ich bin verwirrt, ne? Was verlangt das Spiel denn von mir? Ich verstehe nicht, was das Spiel von mir will. Ja, ist es doch oder nicht? Das kann doch nicht so hoch sein.
Illusion mal wieder. Eine richtig ekelhafte optische Täuschung. Ekelhaft? Wie soll man denn darauf kommen? Wer springt denn in dem Winkel, bitteschön? Niemand, was mit dir? Ich brauche den Vulkan da drüben. Was? Sternzeit? Noch nie gehört. Aha. Aha. Was mit dir? Alter, wie der hüpft. Du hast ja noch mal über das Schlafsgeld, aber ja, wir sollten den König jetzt nicht stören. Hast du den Vulkan gesehen? Nein, eigentlich nicht. Man soll über die heiße Quelle dorthin kommen. Ah. Nee, hab ich nicht gesehen. Der Vulkan ist immer, ich würde gerne in der Quelle baden. So schön. So. Auch geil. Dir? Der arme König Nimbus leidet wohl unter dem Wetter. Ja. Ging es dem König nur besser, immer nicht der Prinz zurück, nur für den Fall, dass etwas Schreckliches passiert. Ist eine Weile her, dass ich Prinz Mello sah. Er ist anders. Ja, aber ich glaube, es ist das. Wir haben Schluss gearbeitet. Du müsstest sehen, wie sie du... Was? Wie die Dodo... Was? Wie die Dodo schlägt. Er ist Dodo. So nimm es schrecklich. Der meint wahrscheinlich den Vogel, ne? War Prinz Mello echt zu dick? Nun, sie sagt, er sei es, also muss es stimmen. Dass Mello nicht mal rauskommt, sagt so, vielleicht bin ich Mello. Warum macht Prinz Mello Valentina zu einer seiner Königin? Vielleicht, weil sie ihn gefunden hat? Vielleicht, weil... Weiß ich nicht, vielleicht... Betrug? König Nimbus liebt Statuen und Vögel. Er hat ziemlich viele hier. Kennst du den königlichen Bus? Nein. Das ist sowas wie hier der Abenteuerbus oder was? Ist ein königliches Fahrzeug, das nur vom König benutzt wird. Es parkt jetzt hier, weil er krank ist. Ah. Hoffentlich kann ich dem König bald wieder dienen. Mein Svenno war meiner Erinnerung nach so klein, so ängstlich. Schauen die jetzt doch mal an. Ja. Die habe ich, glaube ich, schon geredet. Hier ist nichts, okay? Ist hier oben noch was? Ah, hier sind auch noch Leute. Magst du die Wachen da am Eingang? Ich nicht, wir halten sonst nie welche. Das ist der Laden von Garu, dem Bildhauer. Er hat alles Mögliche für König Nimbus gefährlich. Aber zurzeit hat er nichts zu tun, da der König krank ist und überhaupt... Ja. Garus Haus. Also eine Mello-Statue einfach. Schau mal, das bin ich. Oh, du meinst das? Das ist König Nimbus, als er noch jung war. Hä? Was zum... Wer bist du? Hallo, ich heiße Mello und das ist mein Freund. Mello? Du bist es, mein Junge. Es ist so lange her, bist du ein prächtiger junger Prinz geworden. Daddy? Was? Ich bin echt ein Prinz? Also, pass auf, das war so. Also, er ist hingefallen und Frau Fuzius hat ihn gesehen und dann... Opa! Und dann, ich bin nicht dein Opa. Also, achso, okay. Ja, aber ich bin wirklich nicht dein Opa. Du musst irgendwas tun. Was? Nein, ich bin... Oh mein Gott. Okay, meine Eltern. Ah, so war das. Natürlich, ich verstehe. Du wurdest von Frau Fuzius erzogen. Gar keine Frage, du bist ohne Zweifel... Prinz Mello? Mario, schau mal, ich bin ein Prinz. Ich wusste, dass man hier was im Schilde führt, aber nicht was. Das heißt, der König ist nicht wirklich krank. Dann gehen wir in das Schloss und retten meine Eltern. Alter, wie er instant losstimmt. Hey, wer bist denn du? Du kannst dich einfach reinstürzen. Oh. Nicht weinen. Aber warte, ich habe eine spitzen Idee. Komm hier rüber. Ja? Bist du bereit? Ja? Halte kurz ruhig, okay? Es dauert nicht lange. Was du jetzt? Willst du jetzt mich verbrennen oder was? Du willst jetzt irgendwas... ich glaube, er will... Alles klar, damit habe ich auch instant gerechnet. Da! Hey, beweg dich nicht! Du wirst eine Weile seine eine Statue sein, okay? Gehen wir jetzt. Nein, ich dachte... Als ob das klappen würde. Ich liefere Valentinas letzte Bestellung ab. Du kannst durch. Halt, was ist das? Ey, das sieht überhaupt nicht wie Valentina aus. Das hier ist eine Statue von Valentinas Neffen, Mariotta. Okay? Ja. Okay, weitergehen.
wie er auch erstmal mit den zwei Stöckchen reinsticht, wie so ein ekliger. Puh, das war knapp. Ich habe nicht gedacht, dass wir durchkommen. Es gibt nämlich keine Person namens Mariotta. Oh, oh, oh. Oh, das ist aber nett. Meine Schönheit scheint von jetzt an wie die Sonne, nur du kannst etwas Hinreißendes machen. Danke, Majestät. Ich mache mich dann auf den Weg. Halt! Darf ich fragen, was dieses hässliche Ding ist? Na, na. Mein neues Meisterwerk, allein für euch. Ich nenne es Klagelied eines Klempners. Beachtet den dicken Bart und den traurigen, unschuldigen Blick eines einfachen Idioten. Und die Koteletten, sein blauer Kragen. Und die Beine gut gebaut, stark, die Beine der Massen. Gefällt es euch? Ich halte mich für einen Kunstkenner und ich muss sagen, diese ist spektakulär. Ja, und nur du kannst Skulptur mit solch lieblicher Schönheit und hoher Kraft erstellen. Hoho. Danke, Majestät, ich mache mich dann auf den Weg. Und was hat er jetzt gemacht? Er hat uns dreimal angeschlagen. Spektakulär! Dodo! Dodo! Sitze nicht da rum! Ball dich und trag das hinein! Aha. Dodo! Der arme Dodo, ey. Der wird immer geschlagen. Wird's bald! Ja, okay, ja. Wird er. Der arme Dodo. Ob der gegen uns kämpfen würde, wenn wir jetzt uns bewegen? Alter, er schlägt. Würde ich aber auch machen. Würde ich instant auch machen. Ja, Leute, wir lassen uns abführen. Sehr schön. Ich glaube, wenn wir so eine Valentina-Figur wären, wäre es, glaube ich, sinnvoller, ne? Ob wir was machen können? Ich meine... Wir sollten jetzt nicht... Okay, doch, wir sollten nach links gehen. Speichern. Gut, dann würde ich sagen, das war's mit dem Partner. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass wir so schnell wegkommen, weil ich dachte eigentlich, da geht's nach links weiter. In dem Busland, aber... Ja, falsch gedacht. Also nicht falsch gedacht, das müssen wir noch nachholen, ne? Na gut, dann würde ich sagen. Ich glaube, das ist auch der Bus, wovon geredet wurde, ne? Dieser königliche Bus. Naja gut, wir werden sehen, ne? Bis dann, bleibt münzig. Tschüssikowski.